Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Test. Ich teste heute den Freund von Raw 3R Player. Und wir sind bereits im zweiten GP. Ja, den ersten GP habe ich 3-1 gewonnen und es war total langweilig. Und ich fail jetzt auch hier schon, also ich bin schon ziemlich unkonzentriert. Da es wirklich eigentlich jetzt nicht gerade sehr anspruchsvoll war, also nichts gegen dich, 3R Player. Ja, also hatte mal eine halbe Runde Vorsprung und so. Ist natürlich jetzt nicht so das, was ich sehen will. Oh, verdammt. Ja. Das hasse ich, wenn man da den Double SC ziehen will. Und dann, den Speed verliert. Aber gut, das macht das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Ihn nochmal zu bekommen und in den Shy Guy zu fahren. Ist dann natürlich alles mit Absicht. So, mal gucken. Ja, also bisher war das irgendwie nichts. Mal gucken, ob er das Rennen jetzt für sich entscheiden kann. Aber ich merke irgendwie, ich komme wieder ran. Jetzt muss aber der Double SC ziehen, sonst beiß ich mir in den Arsch. Ja, er sitzt. So, und dann verkackt er den Jump und jetzt habe ich ihn überholt und sogar aus dem Wheelie gekickt, so muss das sein. Ja, es gibt jetzt mal hier so anzusprechen. Ach Mensch. Ich darf nicht zu viel reden, aber dann bin ich nämlich immer so unkonzentriert beim Fahren, aber andererseits ist es dann natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich nichts rede. Komm, Risiko. Jawohl, hat auch geklappt. Und ja, für euch der 1-0 Sieg ist er. Okay, was gibt's so anzusprechen? Ich will in nächster Zeit mal wieder ein bisschen aktiver werden. Also jetzt hier nicht nur mit irgendwelchen CWs und IL, also ich war ja eigentlich eher passiv aktiv durch, wie gesagt, nur CWs und IL. Also für die, die nicht wissen, was IL ist, im WCL. Und wer nicht weiß, was WCL ist, ja, ist schlecht. Habe ich jetzt eigentlich keine Lust auch zu erklären, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall möchte ich dann auch wieder in WWs aktiv werden und in Funrooms. Möchte auch wieder mal selber wieder ein paar Turniere veranstalten, also 2v2 Turniere. Und so hat ja in der Vergangenheit immer eigentlich recht gut geklappt. Und ja, das war ein schöner Backspam. Das werde ich dann so in der Zukunft planen. Und das so in den nächsten, ab den nächsten 2 Wochen dann, wenn ich Sommerferien habe. Also in Bayern hat man ja noch. Oh, er verkackt den Jump hier. Ja, in Bayern hat man den Dogjump. In Bayern hat man ja noch 2 Wochen Schule, für die nicht in Bayern wohnen. Und ja, ab da habe ich mir eigentlich so vorgenommen, so vielleicht sogar schon nächste Woche, wenn ich dann nichts mehr schreibe. Ich schreibe ja eigentlich jetzt vielleicht nur einen Test und der ist eigentlich auch nicht so sicher, ob der Lehrer den nochmal schreiben will. Und wie gesagt, da muss man mal gucken. Und ja, wenn ihr mich einfach in den Funrooms haben wollt, dann schreibt mich einfach an. Oder wenn ich mache dann noch mal so ein paar WW-Räume, wenn ihr mich adden wollt, dann gebt mir Bescheid und dann könnt ihr mir nachjoinen. Ich werde dann immer mal wieder hier sagen, das ist ich, um Freitag um 19 Uhr gehe ich rein ins WW und das werde ich dann ein bisschen mit Commentary gestalten und so. Ja, hört sich jetzt alles so ein bisschen wie ein Fake an von irgendwelchen anderen Let's Playern, wie Herringway und so. Klar, es ist schon. Also das habe ich jetzt nicht speziell abgeguckt, aber ich möchte einfach ein bisschen aktiver sein wieder und einfach ein bisschen meinen Spaß an dem Spiel mal wieder haben. Und ja, da habe ich gedacht, dann bietet sich das doch einfach mal gut an. Und ihr könnt ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, dabei sein. So, das sieht jetzt hier eigentlich auch schon mal ganz gut aus, nach einem Sieg. Eieieiei, was war denn das? Das war ja richtig traurig. Also,
Ich schieb's jetzt einfach auf die Hitze, ja? Nein, das mache ich natürlich nicht, das war einfach labbrig. Und sowas. Es ist aber irgendwie komisch, sowas passiert mir immer nur in Aufnahmen, also wenn ich irgendwie Commentaries mache oder so. Wenn ich normal jetzt aufnehmen würde, ohne zu reden und CWs fahre oder so, dann passiert mir sowas nicht. Sowas passiert mir immer nur zu Commentary-Videos. Vor allem in CWs rede ich ja eigentlich auch nicht weniger, sondern eigentlich genauso viel und laber viel Scheiße. Und mach viel Scheiße und da irgendwie, weiß ich nicht, stört es mich irgendwie nicht. Das ist komisch, egal. Ja, was gibt's noch so anzusprechen? Ich habe ja gestern schon meinen halben Gesprächsstoff über meinen eigenen Clan rausgehauen. Komm, wir sprechen einfach mal an, so deutsche Clans, wie sieht's aktuell so aus? Ja, ich muss sagen, es hat sich jetzt eigentlich nicht viel nachentwickelt. Großes, jetzt außer, ja, ohne egoistisch zu klingen. Also wir haben uns ja jetzt eigentlich, wir sind ja eigentlich auch erst seit einem Jahr da. Und ja, hat sich großartig entwickelt und sonst ist ja eigentlich nicht so viel nachgekommen, was eigentlich richtig stark ist. Also GP7 war ja der beste Newcomer-Clan 2011, das verstehe ich bis heute nicht. Komm, vielleicht schaffe ich ihn. Ach, komm, das hat gestern schon nicht geklappt irgendwie. Warum klappt das nicht? Ich schaffe es einfach nicht in diesen Commentary-Videos. Ich will es aber einmal schaffen. Ja, wer ist so aktuell stark? Also G37 ist zurzeit wieder richtig stark, habe ich gesehen. Haben wir gegen KC gewonnen mit 2 Punkten. Das war der absolute Überraschungs-Win in der Division 1. Also in der, ich glaube, Sunshine Conference sind die. Und wir sind in der Galaxy. Oh, jetzt lacke ich mal richtig schön. Das ist schön gelacht. Oh, und ein Maxi. Also besser kann es ja nicht mehr werden. Aber ich will eigentlich einen Schwung ziehen. Also sorry, Free Up. Das ist unfair. Noch einen! Okay, das ist jetzt echt sehr, sehr luckig. Und noch den Schuh. Okay, das ist mir irgendwie peinlich. Und unangenehm, tut mir leid. Free up. Das Rennen werde ich dir jetzt auch nicht irgendwie bewerten oder so. Groß anhängen. Das beachte ich jetzt nicht. Ja. Was gibt's denn noch so? Wo war ich denn geblieben? Also G37 dann, ja. TGC ist irgendwie inaktiv. Also jetzt außer IL, klar. Aber so sehe ich sie eigentlich gar nicht mehr. Und, wer ist noch so? Der NFO ist jetzt wieder irgendwie eine Community, habe ich gehört. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich auch noch keinen einzigen Brawl gegen NFO gemacht, seit sie wieder da sind. Und sonst fallen mir jetzt eigentlich keine so, also keine Clans mehr ein. Wer ist denn noch da? UK ist noch da. UK, genau. UK ist eigentlich ganz gut. Man darf die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Zum Beispiel Crash war ja, ich weiß nicht, ob der jetzt G37 oder UK ist. Der war ja auf jeden Fall UK oder ist UK, keine Ahnung. Auf jeden Fall Crash ist für mich eigentlich ein richtig guter Fahrer. Was viele irgendwie nicht so bemerken. Ja, würde ich persönlich, denke ich, also aufnehmen in den Clan. Also er muss natürlich von der, es müsste von der Persönlichkeit passen, aber vom fahrischen Skill finde ich ihn eigentlich richtig gut. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist mir egal. Ich stehe zu meiner Meinung. ja. Ach komm. Ich will jetzt mal hier ein Rennen fahren, ohne dass ich irgendwie hier so napprig rüberkomme gerade. Weil es ist irgendwie gerade bitter, wie ich fahre. Also komm. Ich bin jetzt mal einfach mal stumm, okay? Das ganze Rennen. Und versuche jetzt einfach mal gut zu fahren. Ab jetzt.
traurig. Was mache ich denn? Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Wie kann ich da den SC verkacken? Klar, ich wollte es richtig pro aussehen lassen. Ganz schnell ziehen. Was in CWs klappt, aber wieder in dem scheiß verdammten Commentary-Video wieder nicht klappt, sodass die Leute denken, ich bin richtig schlecht. Ja. Ja, ja. Ich weiß schon, was jetzt dann irgendwann mal kommt. In den Kommis oder so. Aber keine Ahnung, was mit mir jetzt irgendwie gerade los ist. Das ärgert mich, weil den ersten GP, den ich gegen ihn gefahren bin, der war eigentlich richtig gut. Aber was ist das Problem? Richtig, ich habe keine Audioaufnahme. Weil mein schwules Grabber-Programm natürlich nicht in der Lage ist, aufzunehmen. Also mit Audio. Ja, das war nichts. Und das hat er gewonnen. War das schon das letzte Rennen? Ich weiß es gar nicht. Komm, den packe ich noch. Versagt. Ja, okay. Ja, das war das letzte Rennen. Ging auch wieder 3:1 aus. Ja, insgesamt muss ich sagen, hat das leider nicht gereicht. Hat mir einfach so dieser Druck gefehlt, so dieses zu sagen, ich werde jetzt gefordert, ich muss mich mehr anstrengen, ich kann jetzt hier nicht so viel reden. Das hat mir so ein bisschen, das fehlt mir einfach, diese Aggressivität. Und ja, auf jeden Fall auch danke, FreeUp, für diese zwei GPs. Ja, das war's dann eigentlich wieder. Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen. Ja, wie gesagt, zu den WW und so, wenn, also ich werde es dann noch einfach schreiben, wann ich dann immer so aktiv bin, wann ich dann immer solche WW-Runden mache und so. Und ja. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Das war's dann mal wieder mit der zweiten Ausgabe. Und ich freue mich schon dann auf die nächsten Ausgaben dann, wenn ich dann auch Snow teste, der ja eigentlich ganz okay sein soll. Und ja. Bis dann.